Oh Mann, immer sind so viele negative Menschen um mich herum. Ich halte es bald nicht mehr aus und weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Das hat mir eine Kundin geschrieben und ich dachte mir, ich gehe einfach jetzt mal auf dieses Thema heute in diesem Video ein, denn ich finde es sehr wichtig und wenn so viele negative Dinge geschehen, hat es ja auch eine besondere Bedeutung. Ja, es hat ja jeder Mensch, den du triffst, eine Bedeutung, eine Botschaft für dich und es hat jede Situation in deinem Leben eine besondere Bedeutung und deswegen ist es wichtig, da mal drüber nachzudenken. Jetzt möchte ich dir zuerst mal ein paar Ratschläge geben, was du machst mit negativen Menschen, wie du mit denen am besten umgehst. Also stell dir vor, du bist in der Arbeit, hast gerade Pause, ihr trefft euch in dem Pausenraum, trinkt Kaffee zusammen. Dann geht's los, das Gespräch fängt an, über den Chef, über die Kunden, alles sind schlecht. Es geht wirklich in eine sehr negative Richtung und es ist so schrecklich, du magst es gar nicht hören, aber du bist jetzt in dem Raum und bist da drinnen und ja, ich würde sagen, du kannst es ganz schnell ändern, indem du das Thema änderst, das Gesprächsthema. Frag doch einfach mal, wo fährst denn du jetzt in Urlaub hin? Ich fahre dieses Jahr in den Süden dahin, wo es warm ist. Und du wirst sehen, sofort ändert sich die Energie in diesem Raum, die Negativität vergeht. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, also Thema ändern. Sofort Energie ändern, indem du das Thema selbst änderst. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass du den Raum einfach verlässt. Wer sagt denn, dass du da zuhören musst, wenn dir das nicht gefällt? Geh einfach, nimm dir den Mut und geh. Wenn du möchtest, kannst du ja dazu sagen, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich, möchte mich gerne entspannen in der Pause und gehst. Sagst was oder sagst nichts, ist deine Sache. Das sind zwei ganz gute Möglichkeiten, um aus diesen Situationen herauszukommen. Dann gibt es aber auch noch die privaten Situationen, wo du vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund zusammen bist, wo sie dich anrufen und fragen, du, hast du mal Zeit, ich möchte gerne mich mit dir treffen und du weißt, ganz genau, dass wenn du dich mit demjenigen triffst, dass nur negativ gesprochen wird, dass nur über, dass alles, was gesagt wird, sofort ins Negative gezogen wird. Und du hast eigentlich, ehrlich, du hast keine Lust darauf, du möchtest es nicht. Dann sag's bitte, sag ein ganz klares Nein. Nein, ich, ohne Erklärung, ohne irgendeine Erklärung. Du wirst gefragt, ob du Zeit hast, ob du dich treffen kannst, sagst nein. Und dann wartest du. Wenn dann dein Gegenüber fragt, ja, warum denn, was ist denn und so, dann sagst du einfach, du nimm's nicht persönlich, es ist einfach ein Nein für dich, aber es ist ein Ja für mich. Und dann gehst du. Es ist wichtig, dass du dich selbst schützt. Du bist niemand verpflichtet. Es geht in deinem Leben um dich. Und da musst du dir einfach im Klaren darüber sein. Deswegen achte auf dich. Achte einfach auch auf dich und sag auch mal nein. Wichtig, sehr wichtig. Naja, und jetzt kommt vielleicht deine Überlegung, ja, was mache ich denn dann? Ich habe ja gar keine Freunde, die sind alle negativ. Ich finde hier bei mir überhaupt niemand, ich fühle mich so allein und auch mit der Spiritualität, es gibt niemand bei mir. Mein Rat in diesem Falle ist, geh doch mal zu einem Seminar. Besuche doch mal ein Seminar von mir, komm mal zu mir und lerne diese wunderbaren, liebevollen Menschen kennen. Fühle, wie es ist, wenn jeder dem anderen mit Wertschätzung begegnet und man liebevoll miteinander umgeht. Das ist
etwas ganz anderes, als wie du es vielleicht bis jetzt kennst. Also komm einfach mal auf ein Seminar zu mir. Und da lernst du ja dann auch andere Menschen kennen. Vielleicht eine neue Freundschaft. Alles ist möglich. Das ist auf jeden Fall die allerbeste Möglichkeit, andere Menschen, die so sind wie du, die so denken wie du, kennenzulernen. Und schon wird sich dein Umfeld so nach und nach ändern. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja, und das Wichtigste von allem ist zu erkennen, sobald du dich änderst, ändert sich dein Umfeld. Sobald du dich neu orientierst, ändert sich alles und das ist deine Stärke. Das kannst du, nur du allein. Und so hoffe ich, dass ich dir ein bisschen helfen konnte mit meinen Worten, mit meinen Gedanken. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir ein Like, empfehl mich weiter. Und ich freue mich schon sehr auf das nächste Video, wenn wir uns wiedersehen. Und ich wünsche dir alles Liebe. Bis dann. Tschüss.